Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Mein Name ist Mike Seidel. Heute ist Dienstag, der 22. Mai und ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen zu den Handelsideen für heute, präsentiert von Tickmill, Ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Ich hoffe, Sie hatten alle ein schönes verlängertes Pfingstwochenende und konnten doch das frühsommerliche Wetter ein wenig zum Entspannen genießen. Heute gehen die Märkte wieder los. Ich habe gestern am Nachmittag auch noch ein bisschen gehandelt am US-Markt. Das dingt sich manchmal auf, wenn die Setups auch da sind. Aber alles in allem war es auch gestern dort ein, ja, sonniger Tag, wenn man das so möchte. Also von der Seite her schauen wir direkt in den heutigen Tag. Das Webinar beginnt mit dem Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu riskieren. Ich habe es im Blogbeitrag auf Tickmill auch schon geschrieben, was gestern los war. Gestern haben ja die Märkte auch offen gehabt, aber hier in Deutschland wurde nicht gehandelt. Das heißt, der deutsche Markt war geschlossen. Nichtsdestotrotz, die Weltmärkte haben gehandelt. Wir haben gute Vorgaben aus den USA. Der Euro ist weiterhin niedrig bewertet im Vergleich zu ein paar Wochen zuvor. Der Goldpreis verharrt auf seinem aktuellen Niveau. Das alles sind Dinge, die eine, ja, sag ich mal, gute Mischung geben, dass die Stimmung an den Märkten auch bleibt, wie sie im Moment ist, das heißt positiv. Und so schauen wir uns auch einmal einfach die Werte im MetaTrader an. Vorbereitet habe ich heute für Sie den Euro Stoxx 50, die Währung US-Dollar, mexikanischer Peso und britischer Pfund, japanischer Yen. Ich hatte es gerade auch erwähnt, der Euro ist weiterhin auf der schwachen Seite unterwegs. Deshalb ist der Euro hier momentan auch noch im Chart. Den habe ich auch immer auf der Uhr. Ich warte hier wieder auf einen erneuten Einstieg. Ich hatte ja auch schon gesagt, die Währung hier hatte ich live auch getradet. Habe hier einen guten Rutsch mitgenommen. Momentan ist der Markt hier auch schön weit gelaufen. Sie sehen es in ein Korrekturlevel hinein, wo wir doch ein wenig Unterstützung finden hier um den Bereich dieser Tagestiefs, die wir hier vorne hatten. Die stammen aus November letzten Jahres, Ende November, Anfang Dezember. Das sind Kurse um die 1,17, 1,16. Und Sie sehen es hier am Freitag, am gestrigen Tag, am Dienstag, ist der Markt auch hier unten reingelaufen und hat dann direkt auch mit Stärke reagiert. Wenn wir uns das Ganze einmal im Stundenchart anschauen, wir haben hier weiterhin im großen Bild doch einen abwärts tendierenden Markt. Sie sehen es, wir haben fallende Hochkurse, wir haben fallende Tiefkurse. Momentan ist der Markt halt an diesem Widerstandslevel, wo es ein wenig Entscheidungsmerkmale gibt. Aber nichtsdestotrotz, wer kurzfristig tradet, kann auch immer diese schönen Extrempunkte nutzen, um wieder short in die Märkte einzusteigen. Sie sehen es an dieser Widerstandslinie hier oben. Da hat der Markt häufig gedreht. Das kann jetzt auch wieder passieren. Momentan sind wir ein ganzes Stückchen davon weg. Sind wir näher an der Unterstützung als hier oben an dem Widerstand dran. Von der Seite her bin ich da ein bisschen vorsichtig. Wenn man das Ganze auf Tagesbasis mal anschaut, wäre ein normaler Trendverlauf auch der, dass wir erstmal ein Stückchen Korrektur bekommen und dann wieder ein Umkehrmuster. Wir hatten ja hier ein hervorragendes Umkehrmuster in der Trendkorrektur auch am 14.05. Das wurde dann auch direkt bestätigt und Sie sehen, wie schön der Markt darauf reagiert hat. Also das mal die Lage zum Euro-US-Dollar außerhalb des Protokolls sozusagen. Und ich würde dann doch ganz gerne jetzt direkt wieder ins Protokoll hineingehen. Das heißt, wir besprechen jetzt einfach mal die Handelsideen für den heutigen Tag. Und wenn Sie mögen, können Sie natürlich auch die ein oder andere Frage zu Ihrem Wunschmarkt direkt hier auf Facebook Live auch stellen. So, wir beginnen mit dem Euro Stoxx 50. Hier die aktuelle Situation im Chart. Ich zoome das einmal etwas weiter für Sie hinein ins Fenster. Wie sieht es hier im Moment aus? Sie sehen es selbst, wir haben hier eine Situation, wo wir hier oben den Markt bei dem Preisbereich von, was sind das hier oben, knapp 3.594, 3.595 Punkten. Also wir schwanken hier momentan um die psychologische Marke von 3.600 Punkten. Hier will der Markt noch nicht so richtig drüber. Das heißt, auf Tagesbasis sehen wir auch immer einen Markt, der oben reinläuft und wieder runterläuft.
Ja, mir aber auch schön zu sehen, die Situation, dass wir zwar noch keine nachhaltigen neuen Hochs haben, weil kurzfristig der Markt immer wieder ein bisschen zurückkommt, aber mittelfristig sehen wir halt über die letzten Tage, also mittelfristig für den kurzfristig zu betrachtenden Zeitraum, wir haben hier ansteigende Hochpunkte. Der US-Markt hat gestern auch positiv reagiert. Also es kann schon sein, dass der Markt auch hier kurzfristig wieder nach oben geht. Schauen wir uns das Ganze mal im Stundenchart auch an. Da haben wir hier die Situation. Ich skaliere in den Chart gleich mal wieder etwas größer. So, ich muss das nur mal hier etwas ziehen. So, na, jetzt springt es an, ganz genau. So, wir haben hier die Situation einmal im Stundenchart, was wir uns jetzt hier anschauen. Und da sehen Sie sag ich mal, ein Hin- und Herpendeln, also so eine Art kleine Trading Range, die sich hier im Stundenchart auch manifestiert hat. Das heißt, hier oben die Hochs, hier unten in diesem Bereich haben wir zwei Unterstützungslinien, wo der Markt sich immer wieder fängt und immer wieder findet. Das heißt, für den kurzfristigen Bereich könnte es durchaus interessant sein, dass wir hier mal einen Blick werfen auf diese Unterstützungslevel im Markt und prüfen, wie der Markt sich hier verhält und ob er wieder nach oben geht. Weil Sie sehen es, der Markt lief halt häufig schon unten rein, um dann direkt wieder hochzudrehen. Sie sehen es an halt der Kerzen, die wir hier in diesem Bereich haben. Also von der Seite her ist dieser Trading Range Bereich interessant. Wir haben auf Tagesbasis das übergeordnete Bild in die Long-Richtung hinein. Die letzten Tage, Sie sehen es auch etwas seitwärtsmarkt. Das heißt, hier in diesem Bereich, wenn man mit der Markthauptrechnung Richtung mitgeht, dann wäre es schon interessant zu sehen, dass der Markt unten reinläuft und wieder nach oben dreht. Und was dann oben passiert, wissen wir noch nicht ganz so genau. Aber Sie sehen diese Range und Range Trading kann ja doch für einiges an Bewegung auch gut sein. Gerade wenn man das in den kleineren Zeiteinheiten tradet, haben wir hier halt, wenn der Markt tatsächlich in den unteren Bereich auch wieder reinlaufen sollte. Wir haben hier im Euro Stoxx 50 von 3570 bis 3500 und ein paar eine 90. Also wir haben hier in diesem Index 20 Punkte Spanne. Da kann man schon das ein oder andere hin und her traden, wenn wir uns das Ganze mal im 5-Minuten-Chart auch anschauen, oder wir gehen mal besser in den 15-Minuten-Chart. Dann sehen Sie hier entsprechend auch immer auf der Absatzseite oder auf der Abwärtsseite doch trendige Bewegungen nach unten. Wir sehen das Ganze halt von unten nach oben. Also es gibt schon die Möglichkeiten, dass hier Trends entstehen, auch in den kleineren Zeiteinheiten, und die lassen sich dann natürlich sehr schön traden, wenn wir hier an den richtigen Stellen auch die Chance bekommen, in den Markt entsprechend hineinzugehen. Wie schon gesagt, das weitere Bild hier doch positiv, allerdings kann das Korrekturlevel hier noch ein wenig weiter in der Seitwärtsrange laufen, oder wir bekommen es nach unten. Die Unterstützung, was ich hier in den Chart eingezeichnet habe, das sind die Bereiche, in denen der Markt sich hier immer wieder gefangen hat. Das heißt, hier unten irgendwo, nehmen wir mal den unteren Bereich hier, das sind die Zahlen von knapp 3570 Punkte, wo der Markt immer wieder hier unten gedreht hat, von der Seite der Euro Stoxx 50 in der näheren Betrachtung. Wechseln wir zum nächsten Währungspaar, das ist US-Dollar Mexiko. Das Währungspaar haben wir hier jetzt auch wieder mit Blick in den Tageschart. Eine echt interessante Situation, weil der Markt hier sich innerhalb oder sehr, sehr stark in der Nähe eines Widerstandsbereiches befindet. Hier oben, Sie sehen es, um die 1992, 1995 in diesem Bereich, hat der Markt jetzt schon immer mal oben reingeschnuppert und hat dort oben allerdings immer wieder abverkauft. Wir haben jetzt hier gestern im Markt eine Kerze gesehen, oder sehen Sie immer noch, sie bleibt ja auch da, die für eine Umkehrkerze spricht. Und wenn diese Kerze bestätigt wird, wir haben jetzt ja hier schon eine leichte Bestätigung bekommen, dann ist es möglich, dass der Markt hier zu etwas Korrektur ansetzt. Sie sehen auch die unterschiedlichen Farben der Unterstützungen hier in diesem Bereich. Da schauen wir uns das Ganze mal im Stundenchart entsprechend an. Und hier sehen wir die Situation dieses kleinen, untergeordnet gebildeten Aufwärtstrend, der sich hier so ein Stück weit nach oben schwingt oder geschwungen hat. Und der läuft jetzt hier Stück für Stück nach unten. Das heißt, wenn wir dieses Bild entsprechend bestätigt bekommen, dass wir eine Umkehr bekommen, dann sind die nächsten Unterstützungsbereiche hier aus dem Stundenchart herausgenommen, um die Preislevel von ungefähr 1, Entschuldigung, 1967,424 beziehungsweise dann hier unten die 1950,794 aus dem Stundenchart heraus. Blicken wir mal in den Tageschart hinein, ist das untere Level auch gleichzeitig das aktuelle Korrekturtief der letzten Korrektur, die wir gehabt haben. Wir haben ja hier in diesem Markt, Sie sehen sehr schön diesen Aufwärtstrend, ich skizziere Ihnen den auch gleich mal noch ein. Also hier war diese schöne Aufwärtsbewegung, die diesen Abwärtstrend, den vorhergehenden, völlig negiert hat. Und dann haben wir auch hier einen sehr, sehr schönen
trendigen Markt in diesen Bereich hier hinein. Das sehen wir auch sehr schön und der gibt uns immer wieder das Indiz bzw. die Hinweise, wann es Zeit wird, in die Long-Richtung wieder zu investieren hier in diesem Bereich. Und jetzt sehen wir hier unten das letzte Korrekturtief, was ich hier markiert hatte, was auch auf den Stundenchart rausgekommen ist. Wenn der Markt korrigiert, kein Problem, er kann bis hier runter korrigieren, das ist alles schön. Läuft er hier drunter, bricht das natürlich diesen Aufwärtstrend, das wäre dann nicht mehr so schön. Aber für diejenigen von Ihnen, die die Korrektur gern traden möchte, in den kleinen Zeiteinheiten, hier kam am Montag das Umkehrsignal. Jetzt scheint es so langsam in die Bestätigung reinzugehen und wir schauen uns das Ganze mal noch in einer etwas kleineren Zeiteinheit an. Das heißt, ich mache jetzt hier mal den 15-Minuten-Chart auf. Ich muss das mal ganz kurz warten, bis der Chart sich rumskaliert. Und da sehen wir jetzt hier schon einen gebildeten Abwärtstrend, der den letzten Aufwärtstrend gebrochen hat. Das heißt, wenn wir uns das große Bild hier einfach mal anschauen, dann läuft hier der Aufwärtstrend Stück für Stück auch schön mit nach oben. Und diesen Trend, den wir hier sehen, das ist der, der hier schön mit Korrekturen und Bewegungen in untergeordneten Trendgrößen auch ersichtlich sind. Innerhalb dieser Zeiteinheit zum Thema Zeiteinheiten und Trends zusammenfließen, werde ich diese Woche Freitag mal ein paar Worte im Webinar verlieren. Und jetzt sehen wir hier, dass der Markt diesen Trend rausgenommen hat. Er hat untergeordnet mittlerweile auch einen gültigen Abwärtstrend gebildet. Das heißt, läuft jetzt wirklich sehr, sehr schön hier nach unten, hat hier korrigiert, läuft jetzt wieder in die Bewegung hinein. Und das sind die Dinge, wo wir sehen, das ist eine Bestätigung dieses vorhergehenden Signals. Und wenn es hier zur weiteren Schwäche kommt, dann haben wir das Potenzial, dass der Markt doch diese Unterstützungslevel anläuft. Wo habe ich diese Punkte auch hergenommen? Sie sehen es auch hier in den Trendverläufen der 15 Minuten. Wir sehen, wo hier Korrekturpunkte, Korrekturtiefpunkte sind, die dann immer wieder zum Anlass genommen werden, Positionen auch abzusichern oder entsprechend hier mit Verkäufen aufzuwarten. Und das ist ja das, was wir brauchen, wenn wir Short unterwegs sind. Wir brauchen ja sozusagen die Werte auch nach unten laufen. Das heißt, wir brauchen ja Verkäufer, die auf der Verkäuferseite die Preise nach unten schieben. Und das sind dann interessante Punkte, an denen wir hier im Markt definitiv Verkäufer erwarten können. Ob sie da sind, wissen wir nie, das kann man nicht sagen, aber es sind die Punkte, die technisch orientierte Trader gerne auch beachten und aus diesem Grund könnte doch dort die ein oder andere Bewegung in den Markt kommen. Wie schon gesagt, hier das Ganze auf Betrachtungsweise der Tagesbasis, des Tagescharts, um die Grundlage herauszunehmen und die untergeordnete Zeiteinheit wäre dann sozusagen der Handel der Korrektur des übergeordneten Aufwärtstrends. Und damit gehen wir zum zweiten Währungspaar aus den heutigen Handelsideen. Und zwar ist das britische Pfund, japanischer Yen. Hier haben wir die Situation, dass wir übergeordnet, Sie sehen es hier in diesem Chartbild momentan, einen Abwärtstrend haben, der schon ein ganzes gutes Stückchen in die Korrektur hineingelaufen ist. Wir können ja mal kurz ausmessen, wie weit er gelaufen ist. Die letzte Bewegung ging bis hier runter. Also wir sind hier im Hoch bis knapp in die 50% hereingelaufen. Jetzt hat der Markt hier letzte Woche Freitag ein Umkehrsignal uns geliefert, was schon mal angetestet wurde, aber diese Umkehr läuft noch nicht schön mit Momentum nach unten. Das heißt, es könnte hier an dieser Stelle durchaus passieren, dass der Markt auch noch weiter nach oben läuft und die Korrektur etwas tiefer macht. In diesem Rahmen, wenn dieses Szenario gespielt werden sollte, dann wäre es so, dass der nächste Widerstand natürlich hier oben in diesem Bereich des Kerzenhochs liegt. Das heißt, bei Kursen um die 150 japanischen Yen hier der Widerstand, wenn der gebrochen wird, dann geht es hier Stück für Stück auch nach oben. Sie sehen relativ nahe liegen hier dann auch die Tageshoch der Vortageskerzen. Also da kann auf der Oberseite schon etwas Dynamik kommen und dieser untergeordnete Aufwärtstrend, den wir hier sehen, kann sich dann entsprechend auch fortsetzen. Wird dieses Signal allerdings bestätigt und der Markt fällt nach unten, dann stehen hier mit Unterschreitung dieser Unterstützung um die, was haben wir hier unten, die 148 knapp 7, fällt dann der Markt weiter in die Unterstützung um die 148.208. Das nächste Level ist die 147.921. Dann haben wir hier einen Bereich mit einigen Unterstützungsleveln der Tiefs der Tageskerzen in diesem Markt bei 147.576 in diesem Drehraum, bevor wir dann hier unten das nächste oder das aktuelle Trendtief sozusagen erreichen. Das liegt bei 147.059. Das heißt hier, wenn der Markt nach unten läuft, dann sieht das in der Stunde entsprechend so aus, dass dieser Abwärtstrend hier Stück für Stück auch fortgesetzt wird. Allerdings momentan sehen wir
etwas stärker in den Markt kommen. Sie sehen, die letzte Bewegung, die wir hier nach unten hatten, die ist mittlerweile auch gebrochen. Das heißt, der Markt läuft hier aus dieser Unterstützung wieder hoch. Das heißt, diese Unterstützung scheint dem Markt schon wichtig zu sein. Sie sehen auch, mit welcher Dynamik der Markt hier nach oben läuft. Das heißt, wenn sich hier jetzt aus dieser ersten Bewegung, die sich heute zur Markteröffnung auch gebildet hat, ein Aufwärtstrend bildet, dann würde das eher für das Szenario sprechen, dass der Markt noch etwas tiefer in die Korrektur hineinläuft. Wie schon gesagt, hier, wenn wir uns das Ganze im Stundenchart auch anschauen, haben wir hier dann entsprechend die Widerstandsbereiche im nahen Bereich bei 149.492 bzw. dann gefolgt bei 149.664. Wir müssen hier erstmal sehen, was passiert. Momentan ist es nur eine Bewegung, aber das darf man nicht missachten sozusagen. Diese Bewegung hier nach oben hat diesen untergeordneten Abwärtstrend quasi rausgenommen und schiebt jetzt nach oben. Das wäre dann das Szenario, dass der Markt nach oben weiterlaufen möchte. Also Sie sehen, auch dieser Bereich hier ist ein schöner Spannungsbereich, den wir gesehen haben. Warum ist es spannend? Wir haben hier einen Aufwärtstrend gehabt, den der Markt hier durch einen starken Abwärtstrend gebrochen hat. Jetzt kommt es halt darauf an, wie sich der Markt hier entscheidet. Läuft er weiter nach oben, sagt der Markt, okay, dieser Bruch hier, der war nicht so wild, wir wollen weiter steigende Kurse sehen, dann ist das jetzt hier natürlich eine sehr charmante Situation, zu sagen, okay, wir drehen jetzt hier nach oben. Da gibt es jetzt dann den Gegentrend. Wenn dieser Gegentrend entsteht, wenn man das mal als erste initiale Bewegung auch sieht, dann ist es so, dass der Markt nach dieser initialen Bewegung jetzt ja hier natürlich die Korrektur auch macht. Und wenn diese Korrektur nach oben läuft, über das aktuelle Widerstandslevel hinaus, dann haben wir hier wieder einen Trend, der in die Richtung des vorhergehenden Trends läuft. Also das ist eine sehr, sehr spannende Situation, die wir hier sehen. Aus diesem Grund ist der Wert heute in meinen Fokus auch gerutscht, um zu sehen, was denn hier passiert. Das heißt, kurzfristig interessierte Trader warten hier an dieser Stelle erstmal ab, was passiert. Läuft der Markt nach oben, macht der untergeordneten Aufwärtstrend, dann wäre es charmant, die Aufwärtsrichtung zu traden. Sagt der Markt, nein, es ist jetzt nur eine Bewegung gewesen, wo der Markt dann doch wieder nach unten läuft, haben wir hier entsprechende Unterstützung und der Markt nimmt diese übergeordnete Trendrichtung wieder auf. Und das ist das Spannende an dieser Situation, wo wir als Händler natürlich einfach nur auf den Markt blicken müssen, was hier passiert, wie die Marktlage aussieht und das Ganze dann Stück für Stück entsprechend auch im eigenen Portfolio umzusetzen. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz in den Chat hinein. Nein, Fragen habe ich momentan keine. Das heißt hier an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für die Live-Zuschauer, für all diejenigen, die das Video dann im Nachgang anschauen. Hier direkt auf Facebook bei Tickmill Live ist es ja direkt jetzt auch drin. Ich lade es auch gleich hoch auf den YouTube-Kanal von Tickmill. Das heißt, dort können Sie dann auch direkt reinschauen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich ruhig bei uns. Ansonsten sehen wir uns morgen früh um 9 Uhr wieder zur Live-Besprechung der aktuellen Handelsideen und diese aktuellen Handelsideen, die finden Sie dann natürlich auch wieder so gegen 8 Uhr auf der Blogseite von Tickmill, beziehungsweise diejenigen von Ihnen, die im Facebook angemeldet sind, die Tickmill-Seite geliked haben, natürlich direkt auf der Tickmill-Seite. Also vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Handelstag, erfolgreiche Trades und verabschiede mich dann bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.